So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen kleinen Retro-Let's Play. Ich drücke die falsche Taste am Anfang. So. Ja, das war ja wohl, also... da war ich ein bisschen zu eifrig. Wir spielen ja Super Mario Land. Und zwar das allererste Mario. Ja gut, technisch genommen, ganz genau technisch genommen, ist es nicht das allererste Mario. Aber es ist definitiv eins mit der besten Musik. Und guckt auf jeden Fall euch den Soundtrack von diesem Spiel an. Das ist grandios. Es hat mich so geprägt, dieses Spiel. Mann, damals die Zeit, was... Jetzt lass mich doch mal da, meine Güte. Mein Mann. So. Damals gab es noch keine One-Up-Pilze. Nein, das waren Herzen. War auch klar. Herzen. Was sonst? Ich meine, es gab sonst nichts anderes. Was könnte ein Leben sein? Herz. War ganz klar. Damals haben auch noch die Goombas so ganz komisch ausgesehen. Damals gab es noch diese seltsamen Fliegen-Dinger. Und das soll nicht kein Speedrun werden. Obwohl ich nicht denke, dass ich lange für das Spiel brauche. Dann haben wir ja, da ist schon aber der Stern dann gewesen, der Mario später auch noch auf seinen Reisen überall hin begleitet hat, sag ich einfach mal. So, diese ägyptische Kram, den gab es danach auch nie mehr. Den gab es dann einfach mal bei diesem Teil und gut. So, das Ziel war auch noch oben und unten ein Schlösslein, ein Türchen. Und ja, das ist halt, ne, dann sieht man mal, wie sehr man sich das dann überlegt hat. Wie macht man das denn jetzt anders? So, Bonus-Game gab es auch. Gab es danach auch nie mehr, zumindest nicht in dieser Art. Und ja, dieser Look einfach, der wurde danach hier nie mehr irgendwie verwendet. Oder auch diese Dinger hier, die gab es danach nicht mehr. Oder hier. Da, explodiert. Warum explodieren die? Ich weiß es nicht. Ich habe früher mal gedacht, glaube ich, das sind laufende Bomben, glaube ich. Wer weiß, sie nicht wirklich direkt als Schildkröten identifiziert, was sie eigentlich sein sollen. Das war auch schon fast die einzigen beiden Secrets, die ich kenne. Also, bloß nicht erwarten, dass da noch mehr kommt. Ja, die Kollisionsabfrage ist auch manchmal etwas glitchy, würde ich sagen. Im besten Falle könnte man das bezeichnen. 1000 Punkte. Wow. 1000 Punkte. 1000 Punkte. Ja, ich versuche, ich versuche keinen Speedrun. Ich weiß, ich habe mal ein Video gesehen, da war der Speedrun irgendwie 12 Minuten oder irgendwie sowas. Ich habe auch gedacht, nö, also das muss es nicht sein. Das muss es nicht sein. Also ich denke mal, das wird ja relativ easy auch sein. Und das war übrigens das erste Spiel, was ich wirklich für den Game Boy damals besessen habe. Der Game Boy Classic, wir alle erinnern uns dran, der gute alte Game Boy Classic, dieser graue Kasten. Wahrscheinlich werden sich die meisten auch sowieso nicht dran erinnern. Ah. Hier sind, glaube ich, auch 5 Millionen, geschätzte 5 Milliarden, 5 Fantastillionen an Secrets drin, die ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen habe oder gefunden und wahrscheinlich auch niemals finden werde. Man kann doch übrigens immer nur eine von diesen komischen Kanonenkugeln schießen. Und dann muss man nämlich warten, bis, bis sie aus dem Bildschirm ist. Und ich bin wahrscheinlich viel vorsichtiger, als ich wahrscheinlich sein müsste. Ja, komm, das war ja wohl so klar. Oh. Schnapper die Butz. Ja, man kann auch nicht, übrigens nicht mehr zurück in dem Level. Wenn man einmal drin ist, dann war's das. Ja, diese Optik, die ist auch schon ein bisschen ähnlich wie damals auch noch Super Mario Bros. 1. Hier kommt schon der Endgegner. Bowser? Wir brauchen schon Bowser. Wir machen einfach einen riesigen ägyptischen Löwen, der Feuer speit da rein. So, und das war auch schon die erste World. Die erste World, die es hier in Mario gibt. Und wir werden noch viel Grafik sehen, was danach niemals wieder mehr so in dieser Art in Mario dargestellt wurde. Wobei es nicht heißen soll, dass es hier oder das ein oder andere Secret. Was ist mir denn mein Handy jetzt die ganze Zeit hier am Piepsen? Dazu sei gesagt, ich nehme das Ganze mitten in der Nacht auf. Mitten in der Nacht. So. Ja, guck mal, das ist doch. Obwohl ich muss ehrlich gesagt sagen, da hätte ich fast lieber die Blume gehabt. Oh, das ist mit eins der besten Grafiklevels. Das ist eins der besten Grafiklevels.
Das ist ein Grafiklevel. Das ist ein Soundlevel. Moving Platforms. Gab's schon damals. Ah! Ja. Ah, lustig. Ja, da ich klein bin, bleibt mir jetzt nicht viel anderes übrig. Scheiße. Scheiße. Ach nein, das habe ich niemals gesagt. Nein. Ach, kann ich hier unten rein. Toll. Und das war oben bleibt mir verwehrt. Oh. Ja, das war ja wohl. Meine Güte, wie kann man in diesem Spiel noch sterben? Das ist der Wahnsinn, echt. Ich schieb das einfach mal auf mein Gamepad. Ich schieb's einfach mal da drauf, ne? Sind wir alle mit einverstanden? Sehr gut. Ich höre keinen. Ist auch geil. Dedel, 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 dedel. Die Melodie habe ich auch schon 100.000 Mal, glaube ich, in meinem Leben gehört. Ich weiß immer nicht, wer so ist. Ich will hier wischen, das mache ich nämlich immer. Hier muss eigentlich wieder ein. Ja, nee. Ah, ich sehe es noch nicht an, jetzt hier unbedingt 5 Millionen Blumen zu sammeln. Also, das Spiel ist wirklich vom Schwierigkeitsgrad her eins der einfachsten, die es überhaupt gibt, glaube ich, auf dem Weltallplaneten. Wenn man sich nicht allzu dumm anstellt. So wie ich manchmal hier. Ah, zu viele Sprites! Was geht jetzt hier ab? Sag mal. Was geht hier ab? Was geht denn jetzt hier bitte schon ab? Okay, interessant. Interessant, ich weiß nicht, was das war. Aber, ja. Ja. Ne? Das sei jetzt mal so dahingestellt, würde ich sagen. Jetzt fängt schon wieder an zu lecken. Ja, ist es denn die Möglichkeit und so? Ich kann nichts mehr aufnehmen, ne? Ich kann hier nichts mehr aufnehmen. Alles wird mir hier vermiest. Guckt euch das an. Das ist schlimm. Moment. So. Ich habe Fresno neu gestartet, aber irgendwie, nee. Ich will das trotzdem. Hier, diese Roboter, die gibt es, glaube ich, auch niemals mehr danach. Wobei ich mich natürlich auch irren kann, dass in irgendeinem verschrobenen, uralten, Idioten... Sag mal, werde ich jetzt wohl hochkommen jetzt hier? Ja, natürlich. Das ist doch ein der einfachsten Spiele überhaupt. Ah, und ich lag hier rum und so. Ja, das Laggen ist bei Moving Platforms jetzt aber ganz schlecht, ne, Kollegen? Ja, ich hab bescheuert. Das kann wohl nicht wahr sein. So. Immer noch. Was geht hier bitte schon ab? Ja, toll. Hör mal, das ist ja prima. Ja, das... Das darf dir echt keiner erzählen. Da muss ich dringend was unternehmen. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen unternehme, aber irgendwas muss ich dagegen unternehmen. Na komm, 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 komm. Danke. Dabei hätte ich eigentlich gedacht, ich hätte das schon geschafft, das Ganze. Diese Problematik in den Griff bekommen. Aber nein, wahrscheinlich nicht. Ach, natürlich. So kann man es auch machen. Ich springe oben auch in den Abschnitt des Bildbereiches hinein, der für unsere Augen auch verborgen ist, könnte man sagen. Da. Drei Leben, so macht man das, ne? Ah, oh, wie lange ist das her? Meine Güte. Oh, das habe ich immer geliebt, das Level. Das habe ich immer geliebt, das Level. Sehr habe ich das geliebt. Ist Mario eigentlich danach? Jetzt hilft mir immer auf die Sprünge. Ich glaube doch, Mario ist danach dann... Ich glaube doch nie mehr an so einem U-Bootchen gefahren, oder? Irre ich mich. Der ist doch jetzt dann immer selber geschwommen. Das ist jetzt nicht das allererste Mario Land überhaupt. Mario-Spiel überhaupt. Das war natürlich Mario auf dem NES, meine ich. Bin ich mir relativ, Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Ich habe mich selber wieder in Widersprüche
in Widersprüche verstrickt. So. Ich will nur den Pilz haben. Da, 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 da. Ja, das war so klar. Ja, das war so klar, natürlich. Das war so klar, natürlich. Da quatsche ich hier so viel. Werde hier noch bei Mario Land 1 vernichtet. Jetzt fängt schon wieder an zu laggen. Ich werde bescheuert. Ich werde bescheuert. Jetzt fange ich hier richtig an zu laggen. Das ist schlimmer als bei Minecraft. Das ist aber meine Lieblingsbosse. Die habe ich, glaube ich, immer so gemacht. 50.000 Punkte. Oder waren es 5.000? Ich weiß gerade nicht. Ja, das war auch schon Welt 2, ne? Also, ich sag mal so, das Spiel ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Also, ist auch nicht wirklich lang. Vier Welten, glaube ich, gibt es doch, ne? Vier Welten, glaube ich, ja. Aber die Endmusik, die ist ja wirklich episch. Also, das muss man jetzt sagen. Die Endmusik ist wirklich episch. Anders kann man das nicht beschreiben. Ganz klar. Ganz klar. Ich meine, was sonst? Daisy. Daisy. Und nicht Peach oder so. Nein, Daisy. Ah. Oh ja. Oh ja. Das Level, das hat damals für Frustration gesorgt. Oh Gott. Was hat das damals für Frustration gesorgt? Ja, genau das. Ja, genau das. Genau das. Das hat damals so für Frustration gesorgt. Ich hatte so Angst vor dem Level als kleines Kind. Meine Güte, das hatte ich für Angst vor dem Level. Was ist auch hier oben? Ist einer drin. Och, das darf doch nicht wahr sein, ey. Der klemmt die Sprungtaste. Ich glaube, das ist alles eine psychologische Kriegsführung, die das halt mit mir versucht. Da bin ich fest in der Überzeugung von. Nicht mit mir. Nicht mit mir. No, senor. No, senor, not avec moi. Das habe ich mir gedacht. Oh, das ist eine vollkommen nicht voraussehbare Flur. Nicht voraussichtbare Flugdynamik, bla. Das ist auch gar nicht mehr gedacht. Wie soll man das denn da kriegen? Frag ich übrigens heute immer noch. Wie übervorsichtig hier durchlaufe, ne? Wahnsinn. Oh, da habe ich auch mal so Schiss gehabt von den Dingern, ey. Ja, ich kriege immer noch weiter den Schiss, wenn es hier weiter... Oh. Mann! Was soll denn dieser scheiß Kackleck? Was soll denn der Scheißdreck? Hallo, das ist Mario Land auf dem Game Boy. Das kann man Taschenrechner spielen, das Spiel. Was mache ich denn jetzt hier von Käse? Ich weiß, ich muss...